Und damit herzlich willkommen zurück zu Grimdawn hier bei Explorer IP, Mitarbeiter Onkel Dark, der raucht sich gerade eine. Hallo. Und wir sind in Bloodgrove unterwegs. Und wir werden mal eben Jans Justamenti unten noch was aufdecken. Also ich kann dir zumindest sagen, dass du nach Westen musst. Kannst du mir sagen, dass du nach Westen musst. Okay. Wir schauen aber mal eben hier alles. Ja, unter anderem machen wir heute die Quest Holz für die Legion. Was macht denn der? Ich habe einen verdeckten Bereich entdeckt. Hier nicht. Explorer ist ganz im Süden. Ja, ich wollte das nur eben. Gut, der muss nach Westen. Ist ganz im Süden. Ja, ich wollte, da war noch was spannend. Hattest du auch schon gemetzelt, soweit ich mich entsinnen kann. So, wir müssen noch Richtung Devotion schreien. Also auch Richtung genau. Da. Oh, Rezept Gelee Royal. Plups. Gegner, oh nein. Ich find's immer lustig, sie sterben schon, bevor sie mich überhaupt angreifen. Genau. Oh, ja, guck mal, was ist das denn? Da sollten wir mal Malkadars Überreste finden. Ja. Ja, die liegen hier bei mir. Ist hier noch was? Irgendwas schießt hier auf jeden Fall. Hier ist er nicht. Hier. Warte, ja, warte. Reste von Malkadar. Ups, Quest fertig. Muss ich auch nicht. Also, das war mir jetzt gerade ein bisschen neu. Todeswachen überall. Und hier sind wir böse. Das ist dein Part. Ja, festgestellt, ich muss ja in deiner Nähe bleiben, sonst kriegst du ja die Aura nicht. Zusatzschaden. Geh mal rechts vorne. Westen. Westen. Ja. Westen. Rivers Mill. Echt groß das Gebiet. Das Gebiet hier ist riesig. Wie wenig kostet, ne? Ja, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Das ist selbst für mein Level. Interessant, da kriege ich sogar IP von. Versteckter Bereich, bin mir aber nicht ganz sicher. Gucken wir erstmal hier. Hier ist Holz, aber das kann man nicht mitnehmen. Nee, da unten ist nichts. Ich hab schon gesucht. Ich dachte, da wäre was gewesen. Na, dann befreien wir die Mühle. Was? Hopp. Ja.
Ich glaube, jetzt kommt er mit dem Zählen nicht mehr hinterher. 10 von 18, 11 von 18. Ich glaube, die Quest haben wir fertig. Yep. Alter, ich muss gleich shoppen. Bei diesen Kerlchen musst du übrigens aufpassen. Die explodieren und machen, während sie explodieren, Schaden. Weil die sind ziemlich. Ja, ist noch so ein Viech. Zwei sogar. Oh, das ist schwer. Ach ja. Droppt es noch so einiges. Explorer hat einen guten Riecher. Ja. Ausnahmsweise. Wie gesagt, ab hier werden so ein bisschen die, nee, da unten müssen wir noch nicht hin. Oh. Teil der Gebiete hier wird das so ein bisschen schwammig, beim irgendwelche geheimen Orte und sowas angeht. Da habe ich alles nicht mehr so. Eine Kiste aufgemacht, ich hab's genau gehört. Was? Nein. Ja. Nein. Wirklich nicht. Kommst du da drauf? Da drin ist nichts? Nein. Ich trau dir nicht. So. Hier unten gegen den in Weg, ne? Ja, das ist ja das Dorf, wo wir noch nicht hinwollen. Wir wollen ja erst nochmal, oder? Oder wie? Oder was? Was war hier? Das war auch das Dorf. Nehmen wir es nochmal runter. Da sind noch ein, zwei Ecken. Ich dachte, ich hab... ja, da Portal müssen. Müssen wir noch mal ein bisschen nach dem Rechten schauen. Ich vermisse momentan einen speziellen Ort, deswegen warte ich erstmal. Ist das denn besser als das, was ich hier habe? Smaragd. Ich habe ein katonisches Siegel der Bindung bekommen. Das ist richtig genial. Hier rein, hier rein, hier rein. Und HP aufnehmen lassen. Peterkiste. Ich geh mal du rein. Solltest da nicht stehen bleiben. Das ist nicht. Ich bin tot. Was hast du denn gemacht?
Eder, Kostak, aber mach mal ein Portal auf, bitte. Ja, ganz schön. Ja, hab ich nicht aufgehört. Nein, ich bin nicht brocken. Geh raus. Also, er hat 10 Kilometer weiter gelaufen. Ich hätte jetzt auch ein Arsch sein können, damit er den grünen Babber aufstellen können. Ich bin schon mit dem grünen Babber gewesen, vielleicht. I don't know what du vorhast. Ist das hier so weit unten? Ja, hier ist es, ha. Toll. Hier gekommen. Nein, glaube nicht. So schnell heruntergekommen. Gelaufen. Blub, 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 blub. Alles aufdecken. Das Event gestartet. Das wäre cool, wenn ihr noch fette Events starten könntest. So. Die haben es aber lauschig hier. Nathaniel, bleib zurück. Wir müssen eine Übernommene verbrennen. Was geht hier vor? Wir haben diese Übernommene dabei erwischt, als sie versuchte, ätherische Magie anzuwenden. Wollte wahrscheinlich die ganze Gegend mit ihren abscheulichen Ätherfeuer verderben. Also bannen wir sie fest und dachten uns, wir geben ihr ein wenig von unserem eigenen Feuer. Der einzige sichere Weg, um diese Verderbnis loszuwerden. Ich möchte zuerst mit ihr reden. Okay. Ralia, bist du hier, um dich an Nathaniels Preis zu weiden? Willst du mir in die Augen sehen, bevor du das Feuer entfachst? Es ist wohl Zeitverschwendung, dir zu sagen, dass ich keine Übernommene bin. Was seid ihr dann? Diese Bauern würden einen Übernommenen selbst dann nicht bemerken, wenn er reinkommt, während sie es mit einer Ziege treiben. Versteh doch, ich habe mich vielleicht hier und da mit den Arkanen beschäftigt, vielleicht ein paar Bastarde verflucht, weil sie zu empfindlich waren, aber ich bin keine Marionette eines Ätherischen. Woher weiß ich, dass ihr die Wahrheit sagt? Ralia starrt dich an, sie durchbohrt dich mit ihren Blicken, sie zieht dich förmlich aus, sie macht... Also, stopp, Expo. Vielleicht wäre es besser, oder was ihr besser wissen solltet, als Leute der Besessenen halt zu beschuldigen... Ich werde mit Nathaniel, ich werde sie aufhalten, sie verbrennen. Ich werde mit ihnen reden. So, na, worauf wartest du denn noch? Die Übernommene muss brennen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass sie eine Übernommene ist. Lass die Frau in Ruhe. Egal, lass sie brennen, Ralia, verbrennen. Ihr seid ein Mörder, Zeit zu sterben, angreifen. Ich brauche noch einen Moment. Ich würde ja sagen, lass die Frau in Ruhe. Oder, nee, ich bin nicht davon überzeugt, dass sie eine Übernommene ist. Der Dark weiß natürlich die Lösung. Also entweder sie verbrennen, gegen ihn kämpfen. Ich klicke jetzt mal. Ich bin nicht davon überzeugt, dass sie ein Übernommener ist. Was meinst du? Sieh sie dir an. Eine Ätherische, wie sie leibt und lebt. Wir haben gesehen, wie sie abscheulich ätherische Magie anwenden wollte. Daran besteht kein Zweifel.
Es gibt keine Beweise. Ah, jetzt verstehe ich. Sie hat dich mit ihren Kräften verzaubert. Du bist genauso ein übernommener Jungs. Sieht aus, als hätten wir noch einen. So. Mädchen. Ich gebe es nur ungern zu. Für eine Weile dachte ich, ich wäre so gut wie tot. Vielen Dank für meine Freiheit. Wie hat Nathaniel euch reingelegt? Sie müssen mich am Kessel gesehen haben, sahen einen Äthergrün und zogen ihren verrückten voreiligen Schlüssel. Sie waren bei mir, bevor ich nur einen einzigen Zauber aussprechen konnte. Ich mag Zugang zu Kräften haben, die den meisten Menschen ein Rätsel sind, aber ich bin keine Ätherische. Hier, nimm das. Es ist ein dürftiges Geschenk, aber das Mindeste, was ich meinem Retter anbieten kann. Ich werde diese Freundlichkeit nie vergessen. Leb wohl. Habe ich mich jetzt richtig entschieden? Ja. Okay. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise hast du dich wirklich richtig entschieden. Weil du bist im Endeffekt laut Story auch ein Übernommener. Du wurdest von einem Ätherischen kontrolliert und die Leute aus Devil's Crossing haben dich festgebunden im Zauber und dich dann wieder zurückgeholt sozusagen. Okay. Dann nur lass mich erstmal nicht. So. Jetzt haben wir es aber auch gleich. Was? Hier ist so ein Spinnen. Ich sehe hier schon. Ja. Ups. Eine heilige Inschrift. Spinne! Hier war nichts drin. Oh, Scheiße. Brauchst nicht reingehen. Okay. Komm auch nicht mehr raus. Ups. Ich hab gerade einen Mann auf der Toilette gelootet. Kannst die Leute nicht in Ruhe kacken lassen? Guck mal. So, wer bist du denn? Myla Finnegan. Hallo Fremder, du siehst gar nicht aus wie ein Kultist. Was führt einen so gut bewaffneten, gut aussehenden Abenteurer hier ans Ende der Welt? Ich bin hier, um Chitungs Kult aufzuhalten. Welch nobles und tollkühnes Vorhaben. Nachdem ich durch den Grimdorn festgesessen war, beanspruchte ich diese Höhle für mich. Aber die Natur hat wohl stattdessen entschieden, dass ich hier draußen sterbe. Vor nicht mal einen Tag brachte ein Erdrutsch den Eingang zum Einsturz. Meine ganze Nahrung und Habseligkeiten befinden sich darin. Braucht ihr Hilfe? Du bist wahrscheinlich ein Geschenk des Himmels, Fremder. Wir werden Dynamit brauchen, um den Weg frei zu machen. Du hast nicht zufällig eins dabei? Nee, Explorer hat sogar zwei dabei. Wenn nicht, gibt es vielleicht eins in den Minen oder im nahegelegenen Steinbruch. Wenn du mir etwas davon bringst, können wir die Felsen beseitigen und ich kann meine Habseligkeiten zurückholen. Vielleicht ist es etwas dabei, das du als Entschädigung für deine Hilfe angemessen findest. Natürlich helfen wir. Ja? Natürlich. Bitte sehr. Oh, wir sind bei 19 Minuten. Ist das jetzt hier ein Dungeon? Ja, das ist. Nee, das dauert nicht lange. Das ist alles gut. Okay. Können wir alles noch mitnehmen. Oh, da steht er ja schon. Warte. So, ich muss mich für den Trick entschuldigen, aber leider kann ich mich nicht sehr weit von meinem Grab entfernen. Du wirst mit dem Wissen sterben, dass ich dich genieße, während ich deinen Lebensatem aussauge. Du kleiner Arsch. Hinterlistige Schlampe, diesmal habt ihr euch den Falschen ausgesucht. XP? Das war nicht, nein. Oh, 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 oh.
Oh. So. Aber auch hier hast du alles richtig gemacht. Du konntest nicht anders reagieren. Weiß nicht, wo hat er seine Habseligkeiten hier? Das sind sein Dungeon. Das war's. Mehr ist da nicht. Sicher? Das hat er, ja, das hat er absichtlich gesagt, um dich zu verarschen. Okay. Damit du ihm folgst in die Höhle und dann er dich halt auffressen. Aber wieso habe ich Schlampe zu ihm gesagt? Weil es eine Frau ist, glaube ich. Okay. Sieht aber aus wie ein Mann. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danken fürs Zuschauen und wünschen dir da draußen noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst, und sagen tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao. Ciao, ciao.